Sehr gut, sehr gut. Okay. Dann einmal Caretaking. So, und dann trainieren, trainieren, trainieren. Und das nächste dran, 750. So, wir machen jetzt noch einmal Knuckles. Und ich glaube, dann können wir bald schon wieder zu Rocky wechseln. Wer? So, und da ist schon der erste Baum. Okay. Ich glaube, die Strecke ist gar nicht lang. Ich habe gar nicht drauf geguckt. So läuft es doch schon viel besser. So soll es doch sein. Och, natürlich. Manchmal klappt das echt gut, so hat man so ein Gespür dafür und dann geht es irgendwie 10-mal schief. So, die laufen auch aktuell echt gut. Milo, mach den Mund auf. So, nächster Baum, aber die haben gerade was gekriegt. Ach komm. Das war wirklich scheiße geschmissen und ich muss hier schön weiterlaufen. Und den nochmal. So, zwar da ist der erste scheinbar, den kriegen wir doch auch noch gewuppt. Also mit Milo habe ich echt beide Probleme. Und das liegt nicht am Hund. Aber da kommt der Grüne schon wieder. Husten. Der Grüne macht es wirklich immer zu schaffen und wir haben gewonnen. Sehr gut. So soll es doch sein, Mann. Ja, Mann, Fame Level 5. Der Lobby macht's. So, noch einen Schluck vom Kaffee. Bevor der gleich kalt wird. So. Mir geht gerade durch den Kopf, das Geschirr von denen ist ja unterschiedlich, ne? Und die beiden, da habe ich ja zufällig beide grün gemacht, aber unterschiedlich grün. Ich glaube, das kann man echt gut beibehalten, dass wenn ich irgendwann, also du hast ja die Möglichkeit, wirklich immer mehr Tiere zu holen. Sollten wir irgendwann viele Tiere haben, dann kann man das ja wirklich machen, dass die Lider grün sind, dass die mittleren so rotbärigen Ton haben. Und das hinten, die haben blau. In 1000 verschiedenen Varianten. Ne, irgendwie so. So, einmal Caretaking bitte. Ups. Doppelt hält besser. Ja, und das ist halt echt schade für ihn, ne? Wie viel hat er denn? Eigentlich können wir beim nächsten Rennen, wenn es nicht gerade so ein super duper Extreme-Rennen ist, können wir tatsächlich wieder wechseln. Weil er ist jetzt fast auch mit dem Level voll. So, eine lange Strecke, aber nicht so schwierig. Da packen wir mal den Rocky rein. Da wissen wir ja immer noch nicht,
was Rocky macht. Und das ist ja noch das große Problem. Der ist zwar Leader, aber ob er da wirklich hingehört, weiß man ja noch gar nicht, weil er es noch nicht verraten hat. So. Oh, was denn? Schaffen wir es noch? Ja. Und dann... Oh, den kriegt er nicht, oder? Nein. Es tut mir leid, nimm ihn. So. Das war doof. Ja, genau. Booste uns mal nach vorne. Oh Gott. Es tut mir leid, Rocky. Und einmal über das Hindernis. Jetzt verbraucht auch noch schnell was. Und Rocky wieder. So, sogar perfekt. Ich hoffe, das macht einiges wieder gut. So. Noch ein Baum, oh je. Den müssen wir jetzt eben abwarten. Und jetzt kriegt er was. Wieder perfekt, sehr gut. Tequila, Milo. Und schon wieder Rocky. Ich bin eigentlich nur noch am Füttern. Oh. Da konnte ich mich nicht entscheiden, ob Tequila oder Milo. So, da ist der Zweitplatzierte. Und der Erstplatzierte, okay. Wenn wir da jetzt ganz geschmeidig dran vorbeilaufen, finde ich, ist das echt gut. Oh, das war, So, und einmal... Einmal bitte so halten. Oh, nee, das war... Ah, okay. Wurscht. Plöpp. Erster. Mit Rocky. Sehr gut. Das ist für sein Ego auch sehr, sehr gut. So, vielleicht sagt er uns auch bald mal, was er denn ist. Lead. Okay. Ah, nee, nee, seine Spezialität ist Lead. Aber wir wissen nicht, ob es auch sein Ding ist. Genau, weil er war jetzt immer vorne, deswegen hat er die Spezialität bekommen. Aber ob das auch genau das ist, was er will... Oh, wir sind schon fast bei 10.000. Sehr nice. Das gucken wir mal. Steht da vielleicht mittlerweile, was er so hat? Da. Okay. Er ist... Wheel, okay. Sein Natural ist Wheel. Er kann Leader sein, ist aber eigentlich nicht so seins. Er ist Wheel. Okay. Er ist also blau. Okay, dann müssen wir das ändern. Fame, ja, ja. Mhm, mhm. Harness Color. Wir müssen jetzt ins Achso, das ist die Sättigung. Das, ja, wir kriegen das Blau noch hin. Da ist Blau. Rocky kriegt so ein dunkles Blau, oder? So ist, glaube ich, cool. Genau, er hat ein helles Blau, er hat ein dunkles Blau. Wissen wir nämlich direkt Bescheid. Ach, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. So, wir müssen zweimal... uns um die Kleinen kümmern. So. Ja, bei ihm macht es dann echt viel Sinn, weil dann ist wieder alles im Keller. Naja. So, und trainieren. Und trainieren.
So, ein Level 3 Schlitten brauchen wir nicht. Wir haben ja auch den Vierer schon verschmäht. Wir Bösen. So, und trainieren, trainieren, trainieren. Das heißt, oh, dann können wir Knuckles wieder nach vorne setzen. Und eigentlich, er ist mit 4, ist er nämlich voll, dass wir Milo mal eine Pause gönnen. So, medium lang, keine Hindernisse, alles cool. Das heißt, wir setzen... Hoppala, nee, wollte ich gar nicht. Ich will hier den Rocky, den Knuckles haben. Und hier setzen wir den Rocky rein. So, wenn ich ihn hier reinsetze, genau, steht da, genau, bei Milo würde da jetzt stehen Struggle, das ist ganz doof, aber hier ist alles natural. Das heißt, seine Spezialität auf Wheel wird sich dann jetzt, denke ich mal, bald ändern. Und wir starten mal. So, ich glaube, das mit den Farben ist voll die geile Idee. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Mein Gott, schlaues Kind. Oh, da kommt direkt ein Baum. Das ist aber ungünstig. Schaffst du es noch? Ja. Bin auch ein bisschen froh, dass der kleine Knuckles nicht mehr so vernachlässigt wird. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass Milo nicht vernachlässigt wird. Das wäre schade. Unser, ups, Lubby mit dem meisten Fame. Wenn wir den auf den Reservebank setzen, ist das natürlich ungünstig. So. Wieder ein Baum. Schaffen wir das noch? Ja, sehr schön. Knuckles. Oh. Nein. Shit. Ja, das ist jetzt ungünstig. Ja, Futter, Futter, Futter. Schnell. Und du nochmal. Sehr gut. Da ist ein Baum. Mal sehen, ob wir es aushalten können. War das der Baum? Das war der Baum. Ach komm. Ich habe doch losgelassen, als wir schon am Baum vorbei waren. So. Oh, wir sind schon Erster. Nice. Huch, Rocky's Favorite. Okay. Wir haben gerade Rocky's Favorite rausgefunden. In der Zielgerade ein kleines, einen Knochen kriegen oder was? Pam, pam, pam. Oh, wow. Das ist sehr nice. Ta-da-ta-ta-ta-ta. So. Consequent Catch. Ach, guck mal, von Tequila wissen wir ihr Favorite Thing auch noch nicht. Aber Cup Level Up, oder was? Was stand da? Weiß nicht. So, oh, 10.000. Aber schlaues Büchlein. Career? Nee. Huch. Aha. Dog, nee. Favorite things. Ist es denn, wo ist es denn? Ich möchte jetzt wissen, da, Tequilas Favorite. Da. Tequilas favorite thing is placing up. She will get a happiness boost from passing other teams. Okay. Also Tequilas favorite thing ist aufzusteigen, ne? Also andere Leute zu überholen. Okay. Und was ist denn dann? Hier, Rockys favorite thing ist Fame. Oh, so eine kleine Fame-Bitch. He will get a happiness boost from the attention of fans. Okay, also wenn Fans... Also wenn er Aufmerksamkeit von den Fans bekommt, das ist seine Lieblingssache. Fame. Also wirklich Rocky, Rocky. Mein favorite thing ist ja Essen. Ich glaube, damit kann ich nicht mithalten. Gut.
Ja, das sind so Sachen. Knuckles Breed, Tequila Breed. Aha, aha. Das ist jetzt nicht so spannend. Gut, ich würde sagen, ich mache hier jetzt einfach mal eine Pause. Ätschi Bätschi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge setzen wir die 10.000 ein, um das jetzt Stall, nee, wie heißt denn das? Ja, um hier das Kennel zu erweitern. Und dann mal Tequila mit, ich weiß gar nicht, mit Knuckles oder mit Rocky. Also von der Rasse her würde ja Rocky passen. Weil die Position ist ja ohnehin unterschiedlich. Es ist aber die Frage, wenn ich Tequila und Knuckles miteinander vereinige, zusammenstecke, ob dann so eine 50-50-Chance ist, es wird ein Husky oder es wird ein Schäferhund. Ich weiß gar nicht. Ich fände auch einen weißen Schäfi total toll. Ach, einen weißen Schäfi, diese weißen Huskies, diese hellen Huskies. Ich bin mal gespannt. Gut, genau. Ich mache hier eine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.